Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge LS22. Und wie schon beim letzten Mal angedeutet, wird es dieses Mal einen Erntemarathon geben, denn unsere Felder sind nicht alle reif, aber es sind doch einige reif und zwar auch einige von den großen. Und aktuell befinden wir uns jetzt hier gerade auf unserem Haferfeld. Und ich habe jetzt auch schon mal für jedes Feld, also auf dem Rapsfeld und auf dem Gerstefeld und eben auch hier auf dem Haferfeld die ersten Runden gedreht. Und das Ganze hier quasi vorbereitet. Ich habe mir auch dabei was gedacht bei der Reihenfolge, weswegen wir hier auf dem Haferfeld sind. Und wir werden natürlich nicht jedes Feld bis ins kleinste Detail verfolgen, beziehungsweise uns in der Folge live anschauen, weil im Endeffekt werden wir ja alle gleichermaßen abernten, also sprich, es ist ja rapsreif, es ist gerstereif und es ist eben hier der Haferreif. Und wir wollen ja nicht nur sehen, wie die Felder geerntet werden, sondern was wir dann eben auch entsprechend damit machen. Ich habe es in der letzten Folge ja schon angedeutet, dass wir quasi dann hergehen werden und jetzt in Zukunft ein bisschen effektiver anbauen, weil wir ja bis auf die komplizierteren Sachen so das Standardgetreide und so weiter ja schon gesehen haben. Und wir werden natürlich in Zukunft im Hinblick auch auf unsere Produktion, die wir uns gekauft haben, eben dann auch dazu übergehen, dass wir noch andere Sachen machen, die eben ein bisschen aufwendiger zu pflegen sind, wie beispielsweise eben die Zuckerrüben. Nur braucht man da halt für die ganze Geschichte ein bisschen mehr Geld und deswegen macht man dann eben die angekündigten Zeitsprünge, wo ich halt einfach auch Sachen im Off erledigen werde. Aber nichtsdestotrotz will ich eben hergehen und gerade eben bei so Feldern, wie wir jetzt hier haben, die wir dann aber für die Produktion einsetzen, dann zwischendrin auch mal wieder immer erzählen, was und wie wir das gerade abgeerntet haben und was wir dann in Zukunft damit vorhaben. Und deswegen habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Auf dem Hof steht jetzt nämlich der Hänger bereits mit dem, was ich bis jetzt schon an Gerste geerntet habe. Dadurch, dass ich eben einfach nur das Vorgewende gefahren bin. Und auch mit dem Hafer habe ich was vor, aber das werden wir uns jetzt erst einmal gemeinsam anschauen. Ich stelle jetzt hier nur gerade eben einen Helfer ein, der uns dann hoffentlich erstmal hier weitermacht. Genau, und wenn man den richtigen Knopf drückt, dann funktioniert das auch. Ich wollte jetzt hier nicht rausspringen, sondern ich wollte eigentlich einen Helfer einstellen. Aber vor lauter nebenbei quatschen, habe ich einfach mal kurz auf den falschen Knopf gedrückt. Und wir springen dann gerade mal rüber zu unserem Trecker mit der Gerste. Da ist jetzt nicht viel drin, das sind 6000 Liter gut. Aber ich habe mir gedacht, das nutzen wir jetzt gleich mal her. Wir dürfen nämlich natürlich auch unsere Hühner hier nicht vergessen. Die werden zwar auf jeden Fall noch Futter haben, aber nichtsdestotrotz sollte man da wieder ein bisschen was nachfüllen, damit es denen nicht ausgeht. Und wie ihr schon seht, 2000 Liter waren es auch, also die verbrauchen schon ein bisschen was. Ist ja doch schon wieder eine Weile her, seit wir die letzte Ernte eingefahren haben. Und den Rest bringen wir dann natürlich gleich wieder zu unserem Bäckerhäuschen, damit da weiterhin Mehl draus gemacht wird und unsere Nudel- und Brotproduktion nicht stillsteht. Das werden wir jetzt dann auch gleich mal testen.
da schauen wir jetzt gleich kurz rein. Da muss ich bloß einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen. Und schauen, wie der Status vom Feld schaut gut aus. Dann haben wir jetzt hier 13.000. Mehl ist auch noch genug da. Die Nudelproduktion läuft auch. Da sehen wir natürlich jetzt nicht so viel, weil die Nudeln auf Direktverkauf stehen. Das sollte aber fürs Erste jetzt erst einmal noch reichen. Und wie schaut es hier drüben aus? Läuft auch noch beides. Wir haben sowohl Tomaten und Salat. Gut, das passt. Dann wollen wir uns hier nicht allzu lange aufhalten, denn wir haben einen vollen Korntank und deswegen werden wir da jetzt gleich mit dem Anhänger anrücken, damit der gute Mann... wo steht er denn? Nicht zu lange rumstehen muss, da vorne steht er sehr gut. Dann werden wir den mal von seiner Last befreien. Damit hier weitergearbeitet werden kann. Es kostet uns bloß Geld, wenn der Helfer hier rumsteht und nichts tut. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen werden wir ihm jetzt mal hier den Hafer entsprechend abnehmen. Und nachdem ich annehme, dass das unseren Hänger noch nicht auslastet, werde ich ihn jetzt wahrscheinlich einfach einmal auf- und abfahren lassen. Und wenn er dann wieder rauffährt, dann nehmen wir ihm gleich nochmal eine Fuhre ab. Eidieweil. Wir können das brauchen. Und während er auf- und abfährt, werde ich schon mal schauen, weil ich habe natürlich einen Plan, was wir mit dem Zeug machen. Ich springe jetzt bloß mal kurz raus, weil wir wollen ja nicht unnötig den Sprit hier verbraten. Und dann schauen wir mal in unsere Tiergehege rein. Basisfutter, Wasser könnten die einmal wieder vertragen. Ist auf jeden Fall noch genug drin, aber vom Basisfutter eben nichts. Genau, das ist schön, weil genauso hatte ich das eigentlich geplant. Das Heu ist ja quasi für unsere Pferde nur die Ergänzung und den Hafer, den wollen wir beimischen, damit es ihnen gut geht. Und deswegen werden wir den jetzt auch mal als erstes frisch vom Feld quasi zu unserer Pferdeweide fahren. Und den Rest werden wir dann erst einmal einlagern. Ich denke auch, dass wir in Zukunft nicht mehr so ein großes Haferfeld brauchen. Weil wenn wir mal was im Silo haben, glaube ich, wird sich das nicht so schnell verbraten. Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Folge. Da wollte ich mir ja intensiv Gedanken machen über die künftigen... wie nennt es jetzt? Anbauflächen? Nee, Anbauflächen ist falsch. Anbaupläne. Wie wir das Ganze halt einfach am geschicktesten lösen, so dass wir unsere Produktion und alles, was wir bisher haben, bedienen können, aber halt auch nicht aus dem Auge verlieren, dass der Cashflow bestehen bleibt und dass wir halt eben in Zukunft auch noch Einnahmen generieren. Aber darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, heute soll es jetzt primär um die Ernte gehen und was wir damit anstellen. Und dann werde ich im Off auch schon mal hergehen und die Felder so weit präparieren, dass sie wieder für die Aussaat bereit sind. Und in der nächsten Folge überlegen wir uns dann im Detail, wie es auf dem Hof weitergeht und wie lange wir dann eventuell Pause machen oder beziehungsweise was es für einen Sprung geben wird, aller Voraussicht nach. So, jetzt lassen wir den Guten hier mal wenden und dann fahren wir eine Bahn mit und dann nehmen wir das eben auch noch mit, was er bis dahin drin hat. Was ich aktuell noch nicht aktivieren werde, sind irgendwelche zusätzlichen Stufen an
Druckzerstörung oder ähnliches, weil ihr seht schon, was der Helfer da rumfährt. Und den möchte ich doch noch eine Weile nutzen. Das geht teilweise auf keine Kuhhaut. Und wenn der aber dann hier alles kaputt macht, das ist jetzt auch gar nicht so prickelnd. Aber auch da wird mit Sicherheit dann in Zukunft noch die ein oder andere Veränderung kommen. Wobei ich jetzt bei sage, dass die zusätzlichen Optionen jetzt auch nicht so unbewältigbar sind. Man fährt halt ein paar Mal öfter auf dem Feld auf und ab. Und es gibt noch ein paar schicke neue Gerätschaften. Aber ich denke, wenn mir gar nichts anderes mehr einfällt, dann werden wir auch das noch dazu nehmen. Aber aktuell ist es jetzt noch nicht super dringend. Deswegen möchte ich da eigentlich noch ein bisschen warten und den Hof soweit noch ein bisschen ins Laufen bringen. Wenn ich da was Neues mache, kommt es ja natürlich Bescheid. Das werden wir dann auch in der Folge machen. Weil, wie gesagt, auch wenn ich zwischendrin jetzt vielleicht die Sprünge wieder größer mache, zwischen den einzelnen Folgen, soll natürlich keiner was verpassen. So ist es nicht. Also ich mache tatsächlich nur repetitive Sachen im Off. Und alles andere gibt es natürlich dann immer Info, wenn es was Neues gibt. So, jetzt machen wir uns hier mal auf die Socken mit unserem Hafer. Ich denke, dass der jetzt hier erstmal ein bisschen beschäftigt ist, bis er wieder voll ist. Und dann schauen wir mal, ich werde jetzt auch den Raps, fahren wir gleich über den Feldweg, den Raps dann erst einmal einlagern. Ich weiß noch nicht genau, ob wir irgendwann einmal eine Ölmühle oder sowas für die Hofproduktion dazu nehmen. Aktuell möchte ich das noch nicht machen, weil ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob wir dann in Zukunft überhaupt noch Raps oder ähnliches anbauen. Da muss ich da erst einmal nochmal schauen, wie wir das dann regeln. Aber wie gesagt, das gehört dann zur Zukunftsplanung. Das machen wir dann in der nächsten Folge zusammen. Und jetzt laden wir hier erst einmal den Hafer zu. Dann werden wir uns vielleicht auch gleich noch ein bisschen um unsere guten Hotties kümmern. So, einmal rein damit in die gute Stube. Ach so, das Stroh, was hier übrigens rumliegt, das habe ich mich jetzt spontan dazu entschlossen. Ich lasse das mal, man kann ja sicher entscheiden, ob das Stroh hier zum Einsammeln zurechtgelegt wird vom Mähdrescher oder ob man das halt einfach aufs Feld streut und dann untergrubbert. Ich habe mich jetzt momentan noch dafür entschieden, es zu behalten und dann einzusammeln und zu verkaufen. Das bringt zwar wirklich nicht viel Geld, aber ein bisschen was ist es auch, und wir wissen ja alle, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Und wir können momentan ja noch jeden Euro brauchen, und deswegen würde ich sagen, macht es durchaus Sinn, wenn wir das Heu noch einsammeln und dann verkaufen. Vielleicht lasse ich das irgendwann einmal in Zukunft sein. Da möchte ich mich jetzt aber noch nicht hundertprozentig festlegen. Da schauen wir dann einfach, was die Zukunft so bringen wird. Jedenfalls seht ihr schon, ich habe noch einiges zu tun. Wie gesagt, hier haben wir nochmal Gerste. Ne, Quatsch, nicht nochmal Gerste, sondern die Gerste. Bis jetzt haben wir ja nur das eine Feld. Drüben war ja Hafer. Bin schon total verpeilt. Und hier rechter Hand dann eben noch den Raps. Den werde ich auf jeden Fall eben noch einsammeln. Die Felder schon mal grubbern, und im nächsten Monat, da schauen wir jetzt auch gleich nochmal rein, müsste dann die Hirse dazukommen. Und auch die wird dann erst einmal eingelagert werden, weil normalerweise die ja vom Verkaufspreis direkt nach der Ernte nicht ganz so prickelnd sind. Deswegen werden wir die erst einmal noch ein bisschen im Silo bunkern. Wie gesagt, den Hafer sowieso, weil wir den ja auch für unsere Pferde brauchen können. Und jetzt schauen wir gerade mal nochmal rein, wie es da jetzt ausschaut. Also ist Futter 60%, Heu 39%. Das stimmt jetzt hier vom Verhältnis noch nicht ganz. Aber da werden wir dann früher oder später
wieder irgendwie hinkommen. Ich sollte vielleicht hin und wieder auch mal meine Pferde reiten, damit die ein bisschen fitter sind. Aber dafür werden wir dann in Zukunft auch ein bisschen mehr Zeit haben, wenn entsprechend der Umbau, Quatsch, der Anbau so umgebaut ist, so rum wollte ich sagen, dass wir dann in der Zwischenzeit mehr Zeit zum Warten haben. Die Anfangsphase war ja, wie gesagt, darauf ausgelegt, dass wir immer dann, wenn wir gerade was frei haben und eine Folge machen, dann eben auch irgendwas anbauen, damit wir es mal gesehen haben. Und das werden wir dann eben in Zukunft nicht mehr so handhaben, sondern da werden wir dann tatsächlich auch mal Pausen dazwischen haben, wo wir dann einfach warten, dass die Schoße wächst. So, und jetzt schließt man es hier mal gerade nochmal unsere Mähdrescher an. Wir werden dem noch ein bisschen Hafer abnehmen. Während sich dann langsam unser Hänger wieder füllt, würde ich vorschlagen, dass wir dabei dann die Folge gemütlich ausklingen lassen. Wie gesagt, ich werde im Off noch fleißig weiter ernten, grubbern und die Felder soweit wieder bereit machen. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es in Zukunft weitergeht. So einen ganz groben Plan habe ich schon. Aber da schauen wir dann miteinander noch auf den Terminkalender fürs ganze Jahr, wann die Anbauzeiten so sind, ob man das Ganze überhaupt so realisieren kann. Und wie das Ganze dann weitergehen wird. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, aber ich glaube, wir werden noch nicht in den nächsten Monat springen. Ich mache erst einmal die Felder soweit fertig, dann gehen wir zusammen dann in den Anbauplan und dann schauen wir einfach mal, wie es wird. Also, wie gesagt, ich sage auf jeden Fall wie immer danke fürs Zuschauen und würde mich dann freuen, wenn er beim nächsten Mal zur Planung wieder mit einsteigt. Und ja, bis dahin, bleibt's gesund, schaut's wieder rein, schaut's wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, ciao.